Wie ist es als Frau, so viel Muskelmasse zu haben? Alltag, gerade im Sommer, wenn ich irgendwie mit einer kurzen Hose rumlaufe oder eine Leggings trage, hupen, hinterherrufen, auch einen zeigen, das ist mir auch schon passiert, ja, dass da eine ganze Gruppe dich so anstarrt und du fühlst dich so ein bisschen wie so ein... Was geht ab, Leute? Ich bin heute hier im Ivo Gym und ich habe Lea dabei. Lea ist bekannt auch als der Kran. Lea hat verhältnismäßig viel Muskelmasse und vor allem aber auch verhältnismäßig viel Kraft. Rekordhalterin im naturalen Kraft-Dreikampf, genau, im Hebel. Auf jeden Fall. Genau, Kreuzheben und im Total. Also Total, ja, sind alle drei Disziplinen zusammen. Kann auf jeden Fall verhältnismäßig viel Gewicht bewegen für eine nette junge Dame mit blondem Haar, wenn man das so sagen darf. Wir pumpen zusammen heute. Genau. Wir posen ein bisschen zusammen. Das wird man dann bei dir auf dem Kanal sehen. Ja, macht Lea mal so ein paar Bodybuilding-Posen. Bin schon sehr gespannt. Ja. Erstmal ein Booster, yes, und dann pumpen wir. Geht los. Du machst, yep, Oberkörper so gesamt, oder? Genau. Zug, okay. Druck, alles Mögliche. Zug, Druck, ich mach nur Druck. So, Prost. Prost. Wollen wir Wettrennen machen, wer zuerst auf hat, oder? Boah, ich würde den Kotz. Craft Wettsaufen. So, wir haben gerade mit der Lea ein bisschen gepost, wir haben ein bisschen Bodybuilding-Posen gemacht, wir haben zusammen trainiert und Lea ist eine Frau, die natürlich außerordentlich viel Muskelmasse hat für eine Frau, das kann man ja so sagen. Wenn man dich jetzt im direkten Vergleich zu einer Otto-Normalverbraucher-Frau stellen würde, flex mal einmal den Bizeps nochmal für Kredibilität. Hoffentlich habe ich mehr. Genau. Es ist schon sehr viel Muskelmasse und was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie ist es als Frau, so viel Muskelmasse zu haben? Wahrscheinlich so wie für Männer auch. Also ja. Ziemlich cool. Ich bin da auch eigentlich sehr stolz drauf. So für mich, fühle mich da sehr wohl. Ja. Also was mich nur nervt, ist oft so im Alltag, gerade im Sommer, wenn ich irgendwie mit einer kurzen Hose rumlaufe oder eine Leggings trage. Mhm. Ich glaube, Catcalling findet viel statt. Also dieses Hupen, hinterherrufen, gucken, auch einen zeigen, das ist mir auch schon passiert, ja, so dass da eine ganze Gruppe dich so anstarrt und du fühlst dich so ein bisschen wie so ein Alien, ja, oder so, ich weiß nicht. Das nervt mich dann, ja, auch. Okay, also ist schon, aber wie gesagt, eben was Besonderes tatsächlich, ist natürlich dann die Frage, wie gehst du damit um? Ne? Also wurdest du schon mal vielleicht beleidigt sogar auf offener Straße, hat irgendjemand mal, ob Mann oder Frau jetzt völlig egal, gesagt so, boah, das sieht aber nicht mehr schön aus, das ist ja ekelhaft, so viel Muskelmasse. Also ich als Mann habe das auch schon mal von einer Frau gehört, ne? Also eigentlich eher selten tatsächlich, auch auf Instagram, mhm, ist eher eine nette Community, sage ich mal, ganz vereinzelt, dass mal irgendjemand was Negatives schreibt, aber das sind dann auch Leute, wo du weißt, okay, die sind unzufrieden mit ihrem Leben, also das triggert mich dann auch nicht, sondern ich denke mir eher, okay, der Dude tut mir leid oder die Frau, die jetzt irgendwie meint, ihren Hass oder ihre Wut, mhm, auf mich zu übertragen. Und im Alltag eigentlich, also einmal war es witzig, auf der Hohenstraße habe ich noch im McFit trainiert, dann kam ein Typ, der ist mit seiner Freundin lang gegangen, meint so, guck mal, wie die will ich nächsten Sommer aussehen. Das war, so, ja, okay, das war wieder ein witziges Kompliment. Ja, also ja, viel Positives, negativ war einmal, glaube ich, stand an der Schlange im Rewe und irgendjemand, also so zwei Typen waren hinter mir, oh, guck mal, die nimmt bestimmt Steroide, guck mal, wie die aussieht, eklig. Das war dann schon so okay, ja, weil manchmal traut man sich dann auch nicht, was zu sagen. Erst im Nachhinein denkt, ja, man, ah Mist, ich hätte das oder das sagen, ja, sollen. Ja, ja. Aber wirklich eher selten, ja, zum Glück. Aber es kommt vor und du hast ja auch gesagt, es wird dir mal hinterhergehupt oder so, hast du schon mal erlebt, weil das passiert natürlich, ne? Das Catcalling, sage ich mal, also da läuft eine Frau und die ist vielleicht attraktiv, vielleicht hat die viel Muskeln, vielleicht, also du bist der Auffassung, die hupen dann schon, weil du viel Muskelmasse hast, also weil die sehen so, okay, oder denkst du nicht, vielleicht haben die auch gehupt, weil die dachten, ey, hübsche, große, blonde Frau, ja, also so kann natürlich kann man sein, dann schwer, ja, zuordnen, ne? Ja, weiß man. Also dann, man fällt natürlich, ja, mehr auf, wenn man Muskeln hat, gerade wenn man sowas hat, was die Muskeln betont, eine Leggings, eine kurze Hose, ja, was ich eigentlich sehr, mhm, gerne trage, weil ich trage gerne Leggings, und dann denke ich mir auch manchmal so, boah, ziehe ich die jetzt an, weil mich stresst es auch manchmal, gerade wenn ich für mich sein möchte, so, ich habe meine Cap, ja, an oder, ja, Kopfhörer und dann quatschen einen Leute an, also das nervt schon. Kommt es denn dann vor, dass du dich so bewusst, sage ich mal, manchmal vielleicht sogar versteckst, also dass du sagst, boah, nee, ich ziehe jetzt, es ist zwar Sommer, aber ja, ich habe gar keinen Bock, dass mich wieder Leute anglotzen, ich ziehe lieber mal ein langes Oberteil an, weil wenn du so, ne, man kann hier nochmal einblenden, so dein Rücken, die Rückenmuskulatur, du brauchst du nicht viel anspannen. Man sieht halt schon, also gerade wenn ich ein Kleid anhabe, ja, oder so. Also ich bin ja vor allem noch in der Bubble, also ich mache Bodybuilding.
und habe viel mit Bodybuildern und Bodybuilderinnen zu tun. So, darum ist das so für mich vielleicht nicht mal so. Also und auf mich wirkt es schon krass. Also wenn ich dich halt sehe, so, ich weiß ja noch, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, boah, die hat echt viel Muskelmasse. Ne? Das ist schon stabil. Ich bin ja keiner, jeder soll ja sein, wie er will. Ne? So, mir ist das total Latte, ob jemand Muskelmasse hat, ja oder nicht. Ne? Aber es fällt auf jeden Fall, weil es doch irgendwo was Besonderes ist. Kommt es denn dann vor, dass du sagst, so, boah, ich habe gar keinen Bock aufzufallen jetzt, ich bedecke mich lieber mal so ein bisschen, oder? Das tatsächlich nicht, weil wenn ich Lust im Sommer habe, eine Kurzhose zu tragen, dann mache ich das. Was ich dann schon mal mache, ist eine Cap aufziehen, weil du dann nicht die Menschen siehst. Wenn du in der Innenstadt oder so rumläufst, dann gucken die Leute halt wirklich krass, wenn du jetzt irgendwo wie gehst. Wie so eine Sonnenbrille quasi, dass du so denkst. Genau, dass ich das nicht so einfach wahrnehme, weil manchmal, wenn ich dann ohne Cap rumlaufe und die Leute wirklich alle glotzen und ich einen schlechten Tag oder so habe, dann regt es mich schon sehr auf und ich habe keine Lust, das ist meine Stimmung dann so. Aber vielleicht muss ich damit auch noch irgendwie besser lernen, umzugehen, ich weiß nicht. Das ist natürlich immer ein schwieriges Thema, wenn man, sag ich mal, ein besonderer Mensch ist, wenn man halt aus der Reihe tanzt so ein bisschen und ich denke, das darf man so sagen. Wie gesagt, als Frau hast du besonders viel Muskelmasse, das tanzt so ein bisschen aus der Reihe und man fällt halt auf. Ne? Und das kann natürlich manchmal sehr unangenehm sein, klar. Ne? Aber finde ich cool, dass du sagst, so, nö, wenn Sommer ist, ist es warm, I don't give a fuck. Es ist ja auch immer irgendwo Gesellschaft und wie gesagt, nicht jeder Mensch hat heute verstanden, dass man leben und leben lassen sollte vielleicht auch. Ne? Was ich schon nachvollziehen kann, ist halt, dass mal jemand eben dann, also wenn auch doch was Positives kommt, du fällst halt auf. Und das ist so, also wenn dann mal so ein Kind auf dich zeigt und sagt, boah Mama, guck mal, die Frau hat aber viele Muskeln, so, ist ja eigentlich, also ich glaube, ich würde natürlich das auch, ich würde lachen, ich würde mich vielleicht sogar darüber freuen, weil ne, du hast selber schon gesagt, du bist gerne muskulös, also das ist ja was Tolles. Voll. Das ist ein tolles Kompliment. Aber manche, natürlich kann ich mir vorstellen, die haben halt sie da so hinter die an der Theke zu sagen, ah, die nimmt doch bestimmt Steroide oder so, ist natürlich was, was man nicht so gerne hört. Ne? Weil ich habe auch keine Lust auf die Diskussion, weil es bringt nichts. Ja, ja. So was soll ich dann sagen, nee, ich nehme nichts, ja, okay, dann glaubt ihr mir trotzdem nicht. So. Ja. Und jetzt, ich muss ja keinem was beweisen. Ne? Ja. Was sagen deine Eltern und deine Freunde? Also ich sag mal, es ist ja ein Prozess gewesen, du bist ja nicht eingeschlafen und am nächsten Tag aufgewacht und hattest viel Muskelmasse, sondern du hast ja irgendwann die Entscheidung getroffen, so ey, Krafttraining, das ist so voll mein Ding, ich möchte so Kraft-Dreikampf machen oder so, die Entscheidung wird dir irgendwann gefallen sein und mit dieser Entscheidung wird natürlich da auch einiges an Muskelmasse dazugekommen sein. Wie haben so deine Freunde reagiert, wie haben deine Eltern reagiert? So, was sagen die so dazu? Also die Muskelmasse hat ja ein bisschen, das dauert ja immer, bis man wirklich sowas aufbaut, dass man was sieht. Was halt eher war generell dieses, warum machst du Krafttraining? Das war, also ich war in Amerika ein Jahr, hab dann da Crossfit gemacht, bin zum Kraftsport, Langhantelsport gekommen und das war nur so, und warum trinkst du jetzt keinen Alkohol? Trink doch mal was. Also so dieses, okay, ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich achte auf meine Ernährung, ich nehme Eiweißpulver, das ist ja auch schon sehr krass, wenn jemand überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja. Oh, sind das denn, die denken dann immer, das sind Steroide so oder Kreatin. Ja. Auch meine Mutter war da sehr skeptisch und fand das auch nicht so cool. Aber mit der Zeit hat dann auch meine Mutter damit angefangen, die macht das mittlerweile auch sehr gut, also Powerlifting. Und auch im Freundeskreis gehen ja viele mittlerweile ins Fitnessstudio. Also ich habe das Gefühl, es wird normaler, aber am Anfang war schon so, warum machst du das? Also so wirklich so, why? Ja. Und hat dich das so gestört oder hast du gedacht, so scheiß drauf, ich mache das aber halt gern, ich mache jetzt so mein Ding? Oder war schon so, wo du dann manchmal überlegt hast, meine Freunde finden das vielleicht nicht so toll und dass dich das dann so ein bisschen limitiert hat, dass du dann darüber nachgedacht hast, das vielleicht nicht mehr zu machen? Oder? Es hat mich oft genervt, so, wenn dann so Fragen kommen, warum trinkst du schon wieder nichts oder willst du nicht mal was trinken? So, nee, wenn ich sage nein, dann heißt das für mich nein und ich bin da relativ dickköpfig. Wenn ich dann was will, dann ziehe ich das auch durch und deshalb war für mich nie so, okay, ich skippe das jetzt oder so, weil ich, okay, jeden Freitag bin dann vielleicht schon mal mit zum Feiern gegangen, aber ich wusste, okay, morgen früh trainiere ich, das heißt, ich werde jetzt nicht saufen oder überhaupt Alkohol trinken. Also trinkst du tatsächlich keinen Alkohol sozusagen aufgrund des Kraftsportes oder sagst du allgemein, findest du Alkohol nicht so cool? Ja, schon wegen dem Kraftsport, weil ich trainiere so viel und stecke so viel Zeit und Arbeit rein, dass ich mir dann denke so, nee. Ist es nicht wert quasi. Ja, also aber würdest du kein Krafttraining machen, würdest du vielleicht doch schon mal abends mal einsaufen. Ja, also es hilft mir schon auch ein gesünderes Lebensziel. Okay. Lebensziel zu halten. Bei mir zum Beispiel. Ein bisschen Alkohol trinke ich schon ganz selten, aber wenn es was zu feiern gibt. Ja. Also aus meiner Perspektive halt so, das ist das Lustige, weil ich mache ja auch Bodybuilding und ich trinke keinen Alkohol. Und die Leute denken immer, dass ich halt keinen Alkohol trinke, weil ich Bodybuilding mache, aber ich trinke tatsächlich keinen Alkohol, weil ich keinen Alkohol trinken will. Aber okay, du sagst ganz klar, nee, Krafttraining, ich möchte
hätte meine Leistung bringen können. Alkohol geht mir da ein bisschen quer, meine ich. Ja, okay. Die letzte Frage für heute von mir an dich ist, bist du zufrieden mit der Lea, die du heute bist? Bist du zufrieden mit der Lea, die du heute bist? Genau. Also bist du die Lea, die du so vor 5 Jahren sein wolltest, oder würdest du was anders machen heute? Ich glaube schon. Also letztens habe ich mir auch noch mal ein Bild von mir angeschaut und war so, okay, krass, so sehe ich aus. Also ohne, dass es jetzt arrogant klingt, aber so, okay, cool, ich habe echt was aufgebaut. Ich meine, ich mache jetzt schon seit 8 Jahren, 9 Jahren wirklich kontinuierlich Kraftsport. Und das heißt auch wirklich, ich habe nie mehr als eine Woche oder so mal pausiert, wenn dann halt nur, wenn man mal krank war oder... Und so mittlerweile bin ich am Punkt, dass ich sage, okay, cool, was ich mir aufgebaut habe. Ich habe aber trotzdem manchmal auch so Phasen, wo ich denke, oh Gott, ich bin muskellos, ich habe keine Muskeln. So. Also es gibt auch so Momente, wo ich denke, okay, bin nicht so zufrieden, aber die sind zum Glück eher selten. Aber ich glaube, die hat jeder, dass man sich denkt, oh, irgendwie heute gefalle ich mir nicht. Aber tatsächlich sogar wirklich in die Richtung, also nicht mal so, dass du sagst, boah, irgendwie gefalle ich mir nicht, ich habe doch zu viel Muskeln aufgebaut, sondern das du denkst wirklich, nicht. Du guckst in den Spiegel und denkst so, boah, bist du dünn, ey, du brauchst ein bisschen mehr Muskeln. Ja? Ja, das habe ich eher, also wahrscheinlich auch ein bisschen gestört von der Wahrnehmung, natürlich. Wenn man in der Bubble ist, aber ich meine mich dann auch, ich dachte, boah, ich sehe dünn aus, oder so, von den Armen her. Ja. Also ich glaube, Bodybuilder sind halt in dem Sinne alle ein bisschen gestört. Also welcher Mensch ist nicht gestört, ne? Alles, was so ab der Norm ist. Aber ich glaube, irgendwann verliert man wirklich den Blick für die Realität. Ja. Weil man sich auch meistens dann an den ganz oben vergleicht. Also ist das so bei mir, und dann ist man ja immer schwach oder muskellos. So ein bisschen. Weil wird die 16-jährige Lea dich heute sehen? Die würde sagen, es ist viel zu viel. Genau, die würde wahrscheinlich sagen, wow, krass, so viel Muskelmasse, das geht überhaupt. Die nimmt bestimmt Steroide. Ja, und ich hätte wahrscheinlich auch gedacht, das ist eklig. Weil man ja auch das so ein bisschen lernt, so Frauen müssen eher dünn sein. Damals wollte ich auch eher dünn sein. Mhm. Und mittlerweile ist ja, okay, ich möchte mehr Muskeln haben und ich will, dass man das sieht. So. Also bist du heute eigentlich schon sehr zufrieden mit der Lea, die du bist? Du sitzt heute hier und sagst, nee, Mann, ich habe echt alles richtig gemacht. Ich könnte sogar, hätte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Muskeln aufbauen können. Ja. Und vielleicht hätte ich nochmal 10 Kilo mehr gehoben, letztes Mal bei der Weltmeisterschaft. Man lernt ja immer draus, das ist ja das Gute. Aber das ist schön, das freut mich zu hören, dass du nicht sagst, so, nee, oh, die Gesellschaft hat mich irgendwie voll krass geprägt und ist so, ich fühle mich irgendwie unwohl in meiner Haut oder so. Sagst, ne, wenn Sommer ist, ich gehe raus und ich habe halt Muskeln und dann sollen die mit dem Finger auf mich zeigen. Finde ich super cool, super gute Einstellung. Ja. Kann man auch so mit raus an die Welt geben, an alle, die vielleicht Probleme haben manchmal in der Gesellschaft und warum auch immer vielleicht auf eine gewisse Art und Weise besonders sind. Und ja, das zu spüren bekommen, zu sagen, trotzdem scheiß drauf, ich mache das gern oder das ist das, was ich halt gerne mache und das mache ich. Das finde ich super wichtig, vor allem in der Zeit von Social Media heutzutage ist natürlich schon so, dass vielleicht die ein oder andere oder der ein oder andere mal die volle Bandbreite mitbekommt und sich so denkt, boah, ich bin schlecht, ich bin nicht das, was die Leute von mir wollen. Und das ist halt nicht entscheidend. Entscheidend ist halt, was du willst. Ne? Und du willst muskulös sein und das finde ich richtig cool. Also bau auf jeden Fall noch mal ein paar Kilo auf. Kriegen wir hin. Ja, das war's schon dann wieder mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielleicht konnte der, die ein oder andere etwas daraus mitnehmen, lernen von der Lea. Und das Bodybuilding-Posing-Video von der Lea könnt ihr bei der Lea auf dem Kanal sehen. Ich verlinke das hier oben mal einmal nochmal zum Ende. Und dann abonnieren, liken, kommentieren, ihr kennt das. Peace the fuck, wir sehen uns im nächsten Video.